Ein Aufsatzwaschbecken zu montieren hat die Herausforderungsstufe 3 und dauert 2,5 Stunden. Allerdings musst du einen Tag Trocknungszeit beachten. Das schaffst du allein. Eine helfende Hand schadet natürlich nie. Grundsätzlich muss natürlich mal dein altes Waschbecken ab. Dazu den Siphon abmontieren und den Hauptwasserhahn zudrehen. Die Eckventile entfernen. Dann noch das Waschbecken abschrauben und abnehmen. Die einzelnen Schritte. Die Montage der Eckventile. Dann montierst du die Waschtischplatte. Und der Waschtisch, der dazu noch verfugt wird. Du brauchst ein Aufsatzwaschbecken, für den Ablauf einen Tassensiphon, dazu auch das Ablaufventil und Silikon zum Verfugen. Bereit zuerst die Eckventile vor. Aufrauen. Rosette auf das Eckventil aufschieben. Mit Hanf in Gewinderichtung umwickeln und die Dichtungspaste gleichmäßig auftragen. Jetzt bestimmst du die Position vom Waschbecken und der Armatur. Mach die entsprechende Markierungen. Dann die Befestigungskonsolen bündig auf die Waschtischplatte legen und die Bohrmarkierungen anzeichnen. Mit dem Stift kommst du nicht durch die Löcher. Hier kannst du zuerst mit deinem Nagel markieren und dann mit dem Stift nachzeichnen. Jetzt die Bohrlöcher für die Befestigungskonsolen. Zeichne dir dazu erstmal eine senkrechte Linie mittig auf die Fliesen. Genau mittig über dem Abflussrohr. Hier drüber muss später das Waschbecken sitzen. Dann markierst du, wo die Oberkante der Platte sein soll. Die ergibt sich aus der Gesamthöhe minus Waschtischhöhe. Hier ziehst du links und rechts eine kurze waagrechte Linie mit der Wasserwaage. Markier jetzt den Lochabstand für die Befestigungskonsolen. Miss ihn vorher aus. Mit der Wasserwaage an den Punkten eine senkrechte Linie nach unten zeichnen. Miss den Abstand von der Plattenoberseite zum ersten Loch und zwischen den beiden Löchern der Konsole. Jetzt kannst du auch hier die Punkte auf die Wand übertragen. Bohrmarkierungen ankörnen. Jetzt mit dem passenden Bohrer die Löcher bohren. Hier kommt's auf deine Wandart und Oberfläche an. Die Löcher für Armatur und Ablauf dichtest du jetzt mit Silikon ab. Sonst könnte dein Holz vom Wasser aufquellen. Halterungen einschrauben. Und mit der Wasserwaage kontrollieren. Jetzt kannst du die Waschtischplatte auflegen. Festschrauben. Und zur Wand mit Silikon abdichten. Mit dem Fugenglätter abziehen. Befestig das Ablaufventil.
Unten kommt an den Waschtisch eine Silikonwulst. Das muss jetzt gut einen Tag durchtrocknen, damit es richtig hält. Der Siphon. Schraub zuerst den senkrechten Teil am Ablaufventil fest und stell die Höhe ein. Dann den Abstand zur Wand messen und nochmal 6 cm dazu rechnen, also 3 cm Einschubtiefe an beiden Enden. Gleitmittel aufbringen. Dichtung nicht vergessen. Einstecken und festschrauben. Fertig. Wie du die passende Armatur befestigst, siehst du in der Meisterschmiede Waschtischarmatur montieren. Weitere Tipps und Infos findest du hier in der Linksammlung. Noch mehr Projekte gefällig? Jetzt Hornbach abonnieren und nichts mehr verpassen. Na dann, bis zum nächsten Projekt mit der Hornbach Meisterschmiede.